Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die Barbara Box. Die ist hier bei mir eingetroffen, die kommt ja alle 2 Monate und jetzt ist wieder 2 Monate nach der letzten Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was da drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Barbara Box ist eine Abo-Box für Beauty, Lifestyle und so weiter und es ist eine coole Box. Da sind wirklich schöne Produkte drin und die kostet zwischen 25 und 30 Euro pro Box, je nachdem, welche Abo-Form du wählst. Und wenn man sich das so ausrechnet, es hält sich immer alles relativ gleich, ne, bei den Boxen von dem Boxenpreis her, monatlich gesehen, ne? So, sie ist da. Ich kann eine Box an einen von euch verlosen, weil das eine Kooperation ist. Und wir machen die erstmal auf. Ich bin immer sehr auf das Design der Box gespannt und sie ist einfach in Apfelgrün. Guckt euch das an, das ist eine coole Farbe. Boah, mag ich. Und hier habe ich den Flyer mit drin. Liebe Claudia, ein Cocktail bitte. Gerade nach einem anstrengenden Tag könnten wir einen gebrauchen. Das stimmt. Auch wenn ich keinen Alkohol trinke, aber ja. Lass einfach mal den Alltag hinter dir und sorge ein wenig für Entspannung. Mit der neuen Box wird dir dies gelingen. XOXO Maria vom Barbara Box Team. Vielen Dank, liebe Maria. Ich bin wirklich gespannt, was du mir für Entspannung Cocktailabend reingepackt hast. Alkohol wird bei mir direkt weiterwandern, weil ich ja keinen selber so trinke. Ansonsten, boah, irgendwas für Me-Time, eine Maske. Eine Maske ist da doch bestimmt auch drin. Und, Entschuldigung, das war die Box. Nicht die Box, sondern der Karton. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da irgendwie ein roter Lippenstift oder sowas drin ist. Also halt für einen Cocktailabend, ne? Irgendwas Schickes an dekorativer Kosmetik. Ich habe jetzt erstmal alles rausgeholt. Hier haben wir die Box, so schaut sie aus. Die habt ihr ja eben schon im Karton gesehen. Wir haben hier das Magazin von der Barbara. Das kostet normalerweise 4,50 Euro. Und wir sehen, Barbara Schöneberger ist ja die Namensgeberin und Erfinderin von dieser Barbara-Box. Und jo, ne? Ich mag übrigens diesen Duft so gerne. Druckerschwärze. Ich mag Druckerschwärze. Es ist creepy, aber es ist so. Dann haben wir hier immer allerhand Gutscheine mit drin. Also, ne? Das ist auch immer mit dabei. Und jetzt wagen wir mal den Blick in die Box. Es kommt schon ein sehr frischer, limoniger Duft hier raus. Oh ja, wir gucken mal. Wir haben bei der Barbara Box, so wie bei vielen anderen Beauty Boxen auch, ein Seidenpapier und dann ein Schleifchen. Ein Klebi verschließt das Seidenpapier. Und dann öffnen wir mal das Schleifchen und den Klebi. Und hier haben wir schon das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Sowie den ersten Blick in die Box, was ein Aufhänger ist. Nein, ein Schild. Trust me, you can dance. You can dance. You can dance. Margarita. Okay, kenne ich nicht. Also ich kenne nur das Lied, ne? Okay. Das ist wohl ein Lifestyle-Artikel, den man sich so einrahmen und hinhängen kann. Finde ich ganz witzig. Ja. Ich habe ja auch A Home is not a place, it's a feeling. Das habe ich auch in dieser DIN A4-Größe. Also das könnte ich gut so in 2 Bilderrahmen machen und dann entsprechend aufhängen. Bei mir in der Wohnung. Ich glaube, das oder im Haus, das wäre ganz schön. So, dann gucken wir uns als erstes mal an, was hier so draufsteht. Barbara Box, ein Cocktail bitte. Genau, das ist halt das Motto der Box. Dann stehen da auch die Produkte mit den Preisen drin. Ich persönlich schaue mir immer gerne die erste Seite an, bevor ich mir die Produkte anschaue, weil ich immer gerne weiß, was für ein Hintergedanke steckt damit hinter. Was hat sich der Autor dabei gedacht? Cocktails. Es gibt sie in verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen. Aber eins haben sie gemeinsam. Sie sind spritzig und super lecker. Genau das Richtige im Sommer. In ihrer Barbara-Box finden sie einen frischen Mix aus den Bereichen Beauty, Food und Lifestyle. Egal, ob sie einen gemütlichen Mädelsabend zu Hause planen oder um die Häuser ziehen wollen. Für jeden Anlass ist etwas dabei. Viel Freude beim Auspacken und Entdecken. Ihre Barbara Schöneberger. Danke, Barbara. Dann werfen wir mal einen Blick in die Box. Das ist ja voll gut. Hier haben wir das erste Produkt, das hatte ich jetzt auch schon mal in einer anderen Box mit drin, die Balea Reinigungstücher. Die stehen hier auch, glaube ich, gerade, genau, angebrochen auf meinem Tisch. Also diese Reinigungstücher, die sich hier auch auf meinem Tisch befinden, sind immer nur welche, die ich auch in Boxen drin hatte. Ich würde mir die nie selber kaufen, weil das einfach viel zu viel Schmutz ist. Ich habe dafür immer einen Lappen hier und
Ansonsten benutze ich sowas halt, um Swatches zu entfernen oder wie auch immer. Jo, ne? Jetzt habe ich noch eins da. Die sind ganz gut, halt, um Swatches zu entfernen. Wie damit das Make-up runtergeht, keine Ahnung. Ich denke mal gut. Es ist halt 5 in 1. Reinigen sanft, entfernen wasserfestes Make-up. Schnelle Anwendung ohne Wasser. Gut, die sind halt schon feucht. Spenden Feuchtigkeit, augenmild, ohne Alkohol. Das ist natürlich freundlich und die duften auch ganz gut. Also ich mag den Geruch mit Grapefruit wohl ganz gerne. Ja, das stelle ich mir auch mal in den Hintergrund, denn das hat natürlich auch einen entsprechenden Wert. Finde ich eigentlich ganz witzig, auch von der Idee her sowas mit reinzupacken. Ja, ne? Man braucht halt nur einen Bilderrahmen dafür. So, oh ja, die Marke mag ich. Oh, Roger & Gallet. Magnolia Folie Parfum de Douche Hydratant. Ein Duschgel ist das. Das ist eine kleine Größe von, ich weiß nicht, 30 Milliliter oder so müssten da drin sein. 50 Milliliter. Und das ist das, was so riecht. Oder? Weiß ich nicht. Nee, das riecht blumiger. Das riecht richtig schön nach Magnolie. Oh, das riecht richtig klasse. Das riecht, als würdest du einen frischen Blumenstrauß geschenkt bekommen und dann dran riechen. Oh, und da das Paket in der Sonne stand, weil es halt bei uns abgestellt wurde, riecht man das noch viel extremer. Oh, das riecht echt toll. Wird heute Abend benutzt. Oh, ein Lippenprodukt. Und was für eins. Uff. Kiss Me, Long Lasting Lip Color. Uff, Leute, von Etre Belle. Also, nee, ich habe die von Kess und da habe ich einen, der wirklich sehr, sehr ähnlich von der Farbe ist. Ja, der ist ein bisschen pinkiger, aber trotzdem, ne? Das heißt, der von Etre Belle, der wird weiter wandern, weil den von Kess, den finde ich schon richtig klasse. Der hält einfach richtig toll. Das ist ein richtiges Lip-Tint. Und das hier ist auch eine Long-Lasting Lip Color. Ja, in der Farbe 02. Aber der wird, wie gesagt, weiter wandern, denn es reicht mir, wenn ich einen richtig krassen Lip-Tint in Pink habe. Das ist mir zu heftig. Wow, wow. Okay, was ist das? Oh, sowas hatte ich schon mal. Das ist von Luciella's Ice Cream. Der Eismix zum Selbermachen Vanille Royale. Unerwartet großartig. Das war bei der Höhle der Löwen. Und das hatte ich mir tatsächlich dann auch im Rewe Sale mal gekauft. Musste das jetzt aber letztens, als ich unsere Vorratskammer ausgemistet habe, wegschmeißen, weil ich das sowieso schon mit niedrigem MHD gekauft habe. Und das ist gar nicht so günstig. Und das machst du dir einfach mit einem Handmixer und Sahne. Und dann kalt, oder? Genau, einfrieren für 6 Stunden und dann kann man das essen. Voll gut. Eiscreme selber machen, ne? Da habe ich Bock drauf. Das wird jetzt auch gemacht, sobald ich 200 Gramm Sahne habe. Ich habe und Milch, genau. Sahne habe ich da. Das kriege ich hin. Dann mache ich mir mal Eiscreme. Cool. Eine Gesichtscreme von Olas. 3-Zonen Anti-Aging Cream. Straffende Haut Tag für Tag. Regenerist Innovate Anti-Aging Pflege. Das ist diese hier. Jo. Gesichtscremes habe ich jetzt ja schon einige mittlerweile hier. Wenn man halt so Boxen im Abo hat, dann muss man halt davon ausgehen, dass man auch recht häufig mal eine Gesichtscreme oder eine Bodylotion bekommt. Und wenn man halt mehrere Boxen öffnet, so wie das bei mir der Fall ist, dann sammelt sich halt einiges an. Aber ich versorge damit Familie und Verwandte immer mal wieder. Genau, die ist echt hübsch. Die gefällt mir auch richtig gut. Die sieht toll aus. Das ist ein schöner Tiegel, der halt oben auch nicht glatt ist, ne, sondern hier auch noch so diese Kanten hat. Das finde ich sehr, sehr schön. Und hier oben auch noch so eine ovale Vertiefung. Das ist auch ganz schick. Ja, hat auch keine Folie drüber. Riecht einfach cremig. Ich kann ja ein bisschen nehmen, auch wenn ich das gegebenenfalls an Familie und Freunde oder wen auch immer weitergebe. Und das einfach mal testen. Oh, das riecht wirklich angenehm. Das ist schön. Zieht auch schön ein. Also das ist eine tolle Geschichte, definitiv. Wie viel ist da drin? 15 Milliliter. Ja, ne? Das ist eine schöne Probiergröße. Cool. Aber es krümmelt gerade in meiner Hand. Ich glaube, ich habe da zu viel von genommen. Das muss getestet werden. Strafft die Haut und hilft, das Aussehen von Falten zu reduzieren. Eine Anti-Aging-Feuchtigkeitspflege, die für die anspruchsvollsten Gesichtspartien Augen, Kinn und Hals entwickelt wurde. Ach, guck mal. Augen, Kinn und Hals. Mhm. Das sind die anspruchsvollsten, Kinn hätte ich jetzt ehrlich gesagt, ja gut, wenn man da halt öfters mal Pickel oder sowas hat, ne? Spendet Feuchtigkeit, um die Spannkraft der Haut zu verbessern, bei straffer aussehender Haut, für straffer aussehende Haut, genau. Entfernt das Aussehen feiner Linien und Fältchen, okay, weil es dann wahrscheinlich das aufpolstert mit Feuchtigkeit. Entfernt abgestorbene Hautschüppchen,
Glättet und lässt die Haut strahlen. Wie soll das denn abgestorbene Hautschüppchen entfernen? Das hat doch gar keinen Peeling-Effekt hier mit drin. Keine Ahnung. Die luxuriöse hautstraffende Formel ist mit dem fortschrittlichen Aminopeptidkomplex 2 angereichert. Die enthaltenen Anti-Aging-Inhaltsstoffe dringen 10 Schichten tief in die Hautoberfläche ein und erneuern diese Zelle für Zelle, um das jugendliche Aussehen der Haut zu bewahren. Schön, ja, das hört sich doch alles sehr vielversprechend und professionell an, ne? Wie Olas halt immer so ist. Genau. Was haben wir denn hier Feines? If life gives you limes, make margaritas. Das sind Glasstrohhalme, wie cool. Das ist ja witzig. Und das ist vor allem auch echt mal nachhaltig gedacht, ne? Dass man jetzt auch Glasstrohhalme mitschickt und ne? Dass man halt nicht mehr die Plastikstrohhalme verwendet. Mega gut. Kannst du sogar in der Spülmaschine packen, für jedes Getränk verwenden. Es ist nachhaltig. Und es ist hochwertig verarbeitet, steht hier drauf. Ja, von welcher? Von der Barbara Box selber. Ja, guck, steht hier drauf, ne? Das ist kein spezielles Produkt, was du irgendwo dann wahrscheinlich kaufen kannst, sondern es ist speziell von der Barbara Box. Und ich öffne das hier unten mal. Und dann gucken wir uns die mal an. Die sind auf jeden Fall grün. Ich finde den Spruch auch sowieso schon mal total niedlich da drauf. Ich persönlich trinke jetzt nicht so viel mit Strohhalm. Aber wenn man dann jetzt hier mal welche hat, okay, ich hole es nur vorsichtig raus, weil ansonsten mache ich wahrscheinlich die Verpackung auch noch kaputt. Du hast hier sogar so einen Pfeifenreiniger drin, der halt nur für die Strohhalme ist. Das finde ich jetzt richtig geil, weil wenn du dir so einen richtig schönen Milchcocktail oder sonst irgendwie was machst, willst du die ja auch ein bisschen intensiver gereinigt wissen, ne? Das ist natürlich cool. Das ist halt der Strohhalm. Der fühlt sich schon sehr, sehr hochwertig an, ne? Finde ich mega cool. Das ist eine mega tolle Geschichte und für mich jetzt bislang auch echt das Highlight-Produkt, weil voll gut, voll nachhaltig, voll super. Geil. So, bislang noch kein Alkohol, das ist sehr positiv. Wir haben hier die WH-Entfernungscreme. Die habe ich tatsächlich schon verwendet, habe ich auch mit dir zusammen getestet. Ich persönlich bleibe bei Rasierern, weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass es mich nervt. Es nervt mich zu warten, es nervt mich vor- und nachzuarbeiten, es nervt mich, wenn ich da nicht alles von runterkriege. Die Haarentfernungscreme hat von den Produkten, die ich getestet habe, mit am besten abgeschnitten. Dennoch, ich rasiere mich weiter. Es ist einfach so. Ne? Also ja, die war effektiv, also die hat auch wirklich alles soweit runtergenommen. Meine Beine waren nachher glatt. Die Haare sind aber schon so 5 Tage später wiedergekommen. Ja, ne, ob sich dann der Aufwand dafür lohnt oder man einfach dann einen Abend vorher mit dem Rasierer nochmal über Beine geht, das ist jedem selbst überlassen. Aber das ist auf jeden Fall ein Produkt, was auch demnächst weiter wandern wird, weil ich werde es nicht weiter benutzen. Ich werde meine Packung, die ich noch da habe, aufbrauchen und das war's. Dann habe ich hier ein Produkt drin, was ich auch schon mal in einer anderen Box mit drin hatte, aber nicht jeder ist ja so boxenverrückt wie ich und hat das. Das ist ein tolles Produkt. Pure 97 Enzian und Quellwasser. Das riecht so geil. Oh mein Gott, das ist eine Haarmaske, wenn ich das hier richtig... Ja, eine sanft pflegende Haarmaske, 97% natürliche Inhaltsstoffe, 3% Textur und Haltbarkeit, ne? 0% Silikone und 100% vegan. Das finde ich richtig cool. Es ist glutenfrei, sanft pflegend für natürlichen Glanz, dermatologisch getestet, tüdelülü. Und es ist halt so ein relativ festes Produkt. Und das riecht gut. Ich will mich da reinlegen, echt. Es riecht so ein bisschen wie Nivea-Seife, aber du riechst schon dieses Enzian noch mit raus, ne? Das ist mega, wirklich. Oh, geiles Produkt. Und jetzt haben wir hier das letzte... Das war der Deckel der Box. Jetzt haben wir hier das letzte Produkt. Das ist relativ hochwertig, würde ich sagen, ne? Evo Visage, ein Hyaluronspray. Ich habe ja schon die Evo Lash oder Evo Eyes... Wimpernviecher, das ist, werdet ihr demnächst in meinem Aufgebraucht-Video sehen. Habe ich aufgebraucht, fand ich gut. Für Volumen, der Volumenprimer, heißt das so? Weiß ich nicht. Und das hier ist dann ein Hyaluronspray. Ach, guck, was niedlich. Du ahnst es nicht. Ja, das ist so ein kleines Spray. Das ist echt winzig klein. Wie viel ist denn da drin? 10 Milliliter. Ein. Okay, das wird schnell aufgebraucht sein. Kristallklares Serum zum Aufsprühen auf die Haut. Mit konzentrierter Hyaluronsäure und feinsten Silberpartikeln. Hyaluronsäure bindet das tausendfache ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit und sorgt für ein strahlenderes und strafferes Hautbild. Silber wirkt antibakteriell,
und fördert die Heilung von Mikroläsionen der Haut. Ja, also wenn du halt irgendwelche Mini-Risse hast oder Pickel, offene Stellen halt, ne? Pickel sind ja meistens dann auch irgendwann mal offen. Oder was auch immer, ne? Oder wenn du deine Augenbrauen gezupft hast, hast du auch eine Mikroläsion. Anwendung. Das Hyaluronspray kann zu jeder Tageszeit auf Gesicht, Hals und Dekolleté aufgesprüht werden. Sofort spüren Sie den erfrischenden und regenerierenden Effekt. Die Feuchtigkeitsdepots der Haut werden nachhaltig aufgebaut. Nur auf gesunder, nicht gereizter Haut anwenden. Nicht in die Augen sprühen. Hä, aber wenn das doch Mikroläsionen der Haut heilt? Egal. Dann wahrscheinlich nur Mikroläsionen und keine großen Läsionen. Ja, ich bin zwar jetzt echt Fullface geschminkt, aber ich mache es mir jetzt mal ins Gesicht, ne? Weil wenn das wirklich zu jeder Tageszeit verwendet werden kann, dann mache ich das doch einfach mal. Und, nee, ich dachte erst, hier wäre so schlauerweise auch so ein MHD-Datum drauf. Es ist es jetzt nicht. Es ist einfach nur 6 Monate haltbar. Aber das kriegen wir schon. So, Klebe entfernt. Warum ich das schüttel? Ich habe keine Ahnung. Weil da Silber drin ist und das Silber muss sich verteilen. Keine Ahnung. So, und jetzt ins Gesicht. Ne, ich mache erstmal so. Ich habe das schon mal bei dem Spray direkt ins Gesicht und dann ist da etwas angesprungen. Das mag ich nicht. Okay, es ist ein feiner Sprühnebel. Oh, der ist wirklich angenehm. Oh, das gefällt mir. Das fühlt sich toll an. Oh, ich sag dir das. Oh, das tut aber richtig gut. Ich kann mir das gut vorstellen für unterwegs oder wenn man auf der Arbeit ist oder so und halt nicht eben die Möglichkeit hat, sich mal eben durchs Gesicht zu waschen, dass man sich kurz mal das Spray drauf sprüht und dann wieder so diesen frische Kick hat. Das hätte ich heute in der Stadt gut gebrauchen können. Ich war nämlich mit meinem Freund shoppen. Ja, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich der Inhalt der Box. Hat mir persönlich ganz gut gefallen. Vom Wert her... ich sag mal 75 Euro. Blende ich die hier mal ein. Wie gesagt, in diesem Video kannst du eine Box gewinnen. Was du dafür tun musst, schau einfach in die Infobox. Da steht alles Relevante drin. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich hoffe, dir hat mein kleines, aber feines Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lass mir doch bitte gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Würde ich mich auch echt drüber freuen. Ja. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.